Ja, meine Damen und Herren, das Problem ist ja tatsächlich, dass gerade in Zeiten dieser nicht ganz unkomplizierten Mehrheitsverhältnisse im Parlament von 83-17% so eine Einrichtung wie der Untersuchungsausschuss eine sensible ist und der auch eine gewichtige Rolle zukommt, nämlich die Bundesregierung zu kontrollieren. Das ist in der Verfassung so gewollt. Und der Versuch, der hier stattfindet von Seiten der Bundesregierung, ist der Versuch, die Kontrolle selbst zu kontrollieren. Dafür denkt man sich neue Institute aus, die so rechtlich nirgendwo stehen und rechtlich begründet sind. Die Vertrauensperson, schon vom Klang her ein Misstrauensantrag gegen den Deutschen Bundestag, soll hier eben in einer von der Bundesregierung kontrollierten Art und Weise die Aufklärung vornehmen, was dazu führt, dass die Bundesregierung diese Person bestellt, dass sie sie offensichtlich auch bezahlt, dass sie eine Aussagegenehmigung erteilen muss. Und was das bedeutet, erleben wir, erleben Sie alle ja seit vielen Monaten, nämlich, dass die Bundesregierung nach eigenem Gutdünken an dieser Stellschraube Aussagegenehmigung dreht. Und dieses Prozedere, dieses jetzt neu erfundene Gremium Vertrauensperson, ein Gremium sui generis, ist eben nicht dazu geeignet, parlamentarisch die ausreichende Kontrolle vorzunehmen. Und es entsteht hier wirklich der Eindruck, dass sich auch Frau Merkel nach 10 Jahren an der Macht der Mehrheit des Parlaments bedient, um hier eine für sie zwar verfassungswidrige, aber irgendwie genehmere Prozedur auszudenken, um diesen Skandal abzumoderieren. Das fügt sich nach meinem Dafürhalten nahtlos ein in diese Vernebelungs- und Vertuschungsaktionen nach den Veröffentlichungen von Edward Snowden. Da hat man auch viele Dinge erzählt, von denen man wusste, dass sie so eigentlich nicht stimmten. Das geht zurück. Dazu haben wir heute Nachmittag ja auch Zeugen. Dazu, dass man parlamentarische Kontrollgremien in den letzten Jahren bewusst belogen hat und ihnen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen unter anderem Genehmigungen entlockt hat. Alles in der Zeit der Verantwortung von Angela Merkel, und das kontextualisiert sich jetzt in dem Vorschlag hier, diese ausgedachte Vertrauensperson zu installieren. Das hilft der parlamentarischen Aufklärung nicht, und wir müssen uns dagegen wehren. Ich würde auch wirklich sagen, es ist unsere Pflicht, das klären zu lassen, dass hier nicht ein Institut Einzug nimmt in das Parlament, was am Ende dazu führt, dass eine effektive Kontrolle der Regierung nicht mehr möglich ist. Herzlichen Dank.